So, damit hallo und herzlich willkommen. Und wir sehen gerade, wie hier unten dieser riesige Meteorit sich uns in den Weg geschoben hat. Ich musste jetzt schon ausweichen, anderen so ein bisschen das Schiff anheben. Und wir werden wohl relativ elegant daran vorbeisegeln. Aber man sieht, hier ist voll. Ja, aber so richtig voll. So, deshalb konnte ich nicht allzu viel voran oder vorspulen in dem Sinne. So. Ja, immerhin. Schon 46%, das ist auch schon mal eine ganze Menge. Mal Kurs korrigieren, genau. Wunderbar. Tja, 17 Tage reicht der Strom noch. Ich denke, das sollten wir auch schaffen, um rechtzeitig anzukommen, aber... wir dürfen nicht mehr so viel Hydrogen verbrauchen. Im Angesicht dessen, dass wir definitiv ganz, ganz viel benötigen in Richtung Hydrogen für die Landung. Ja, und ich bin gerade überlegen, ob ich überhaupt genug Sachen mit habe, weil ich habe jetzt eigentlich nur dieses bisschen Eisen dabei, aber das kann lustig werden. Ja. Ja, wir sind ja nur da, um zu gucken, also von daher. Wir gucken immer mal wieder. 60% hat er jetzt schon. Also mit dieser neuen Musik gefällt mir schon ganz gut, muss ich sagen, ne? Mhm. Na, mal gucken, wie das dann wird. Ja. Ich muss also auch sagen, ich bin mega gespannt auf Elite Dangerous, die Odyssey. Das, die neue Erweiterung, die jetzt Anfang nächsten Jahres erscheint. Ich habe vor kurzem ein neues Death Diary Video und hat man vieles gezeigt und es ist halt so genial, dass man jetzt auf den Raumstationen, auf den Planeten und überall halt rumrennen kann, überall NPCs sind und man sich Interaktionsmöglichkeiten hat und so Hammer. Also wirklich wie bei Star Citizen. Plus halt jetzt schon. Wobei man halt auch sagen muss, dass es eigentlich ein bisschen unfair ist, das zu sagen, denn bei Star Citizen hat man das schon eine ganze Weile und man kann da rumrennen. Und wenn ich überlege, wenn ich mit meinem Raumschiff rumfliege und ich auf dem Planeten lande, ja, kann ich auch da rumlaufen. Da gibt es auch immer Sachen zu entdecken, die man dann per Radar oder Scanner halt immer sieht, wie zum Beispiel irgendwelche verlassenen Containeranlagen von anscheinend irgendwelchen Minenarbeitern, irgendwas in der Richtung. Und das macht schon echt Laune. Also ich muss sagen, ich finde jetzt nicht, dass das so gebasht werden muss, dann immer wie die meisten Leute das halt so machen, sagen mit dem, nee, es ist voll schlecht und nee, nee, nee. Nein, Star Citizen ist auch sehr, sehr, sehr geil. Ist ein wunderbärchenhaftes Spiel und ich bin froh, dass ich es habe. Squadron 42 habe ich ja damals vorbestellt. Da warte ich natürlich immer noch drauf, ne? Dass das dann bald erscheint, damit ich das zocken kann, weil da bin ich halt auch mega gibberig drauf, aufgrund der ganzen Schauspieler, die da mitmachen, ne, Gillian Anderson, Mark Hamill, und der eine Typ, der den Bösewicht bei First Element gespielt hat, also da gibt es schon reichlich Leute, die dabei sind, und ja, so langsam kann es endlich mal da sein. Und ich glaube, so langsam können wir auch bald wieder springen. Und die Asteroiden da unten, ne, hier so im unteren Bereich des mittleren Rings, das sieht schon relativ cool aus. Ja, weil es so zerstört wirkt. Ja. Hammerhart. Wie weit sind wir jetzt eigentlich von unserem Planeten weg? Okay, 1300 schlag mich tot. Und das geht doch. Ja. Ah, guck mal, jetzt können wir gleich wieder springen. 97,92, 98. Gleich geht's. Also, ich sag mal so, circa, wenn wir auf die Zeit gucken. So einmal pro Folge. Ne? Könnte man auf jeden Fall springen. Ich glaube, so dreimal müssen wir garantiert noch springen. Also noch zusätzlich ohne den hier. Ja, wobei wir sind jetzt schon echt nah dran, ne? Können wir so ein bisschen Größenvergleich machen?
Dann sehen wir, das ist jetzt schon relativ weit weg. Also ja, gut, einmal springen noch, dann sollten wir da sein. Aber das dauert jetzt halt wieder. Wir könnten höchstens sonst sagen, wir schalten alles Mögliche an Elektronik aus. Bis auf den Sprungantrieb. Und die Reaktoren. Ich würde das gerne... ätzend. Warum kann man das nicht einfach alles ausschalten? Gab es nicht so einen Knopf für Strom? Genau, das fliegt jetzt nach hinten, das ist klar. Okay, ist schon uns vorbei, das gefällt mir. Jetzt muss ich bloß gucken. Ich möchte halt gerne die Reaktoren anhaben. Genau. Achso, und dann ist der Jump Drive schon auch an. Das betrifft wirklich nur den Reaktor. Ah, ist ja kacke. Dangerous Encounter. Tja, das ist definitiv dangerous. Verfolgen tun sie mich nicht, das ist schon mal gut. Tja. Wird uns wohl nichts anderes übrig bleiben, als zu warten, ne? Oh Mann, dabei will ich da unbedingt hin. Also wir könnten natürlich auch irgendwo zwischenlanden und sagen so, oh hey, ich schlage jetzt hier eine Basis auf dem Asteroiden. Ach ja. Ja, das kriegen wir noch hin. Hoffe ich. Alles andere wäre ziemlich seltsam. Ja, so ein bisschen. Ein ganz kleines bisschen. Was können wir denn ausschalten? Hier die... Hier die ganzen Triebwerke. Ja gut, scheint jetzt ein bisschen schneller zu gehen. Aber auch nicht unbedingt. Aber wir schalten ja wieder ein, vorsichtshalber. Wer weiß, nachher brauchen wir sie dann gleich mal zum Ausweichen. Und dann drehen wir hier total durch, weil keiner mehr weiß, wie es funktioniert. Krass, so weit weg schon von unserer neuen Heimat. Ich weiß gar nicht, wo sind unsere alte hier? 3000 noch was, das ist, nee. Das könnte sein. In 3700. Da unten ist noch eins in 7000 Kilometern Entfernung. Alienplanet. Also es kann eigentlich nur da oben jetzt sein. Einer von den beiden. Ja. Was anderes ist definitiv nicht möglich. Ha. Ich bin gerade überlegen, können wir nicht, wenn wir die Hälfte des Sprungantriebs dann nutzen, dann vielleicht, er sagt 4 Minuten, ne? Hier mit 50%. Ne, das bringt mir auch nichts. Tja, da werden wir wohl leider warten müssen. Ich denke mal, die 4 Minuten werden wir überleben, was dann genau das, was ich meinte, ne? Es ist praktisch
nur einmal möglich. Oh, oh. Warum habe ich den Helm nicht auf? Warum kann ich mein Schiff nicht mehr steuern? Ah, die Triebwerke sind aus. Das verstehe ich nicht. Warum sind die Triebwerke aus? Ja, als ob die Gyroskope nicht funktionieren würden. Das liegt am Sprungantrieb. Weil er einfach 100% der Energie verbraucht. Müssen wir damit ein bisschen ausrichten. Ich glaube, das können wir diesmal sogar noch schaffen. Wisst ihr was? Wir machen die Folge einfach ein bisschen länger. Weil wir sehen, er hat es ja gleich geschafft, ne? Es ist nicht mehr lange hin. Wie viel haben wir noch? Guck mal, jetzt 82%. Ja, es geht doch. Ach, warum musste ich bloß aussteigen, ey? Voll die dumme Idee. Arg. Verdammte Axt, ey. Ja, was ist es dann? Dann ist es zu spannend und dann denkt man sich so, ja, nee, ich will so nicht kommen. Und dann drückt man aus Versehen irgendeine dumme Taste und schwuppsdiwupp. Oh, 89%. Sehr schön. Ich schätze mal so eine Minute noch, dann werden wir es haben. Ich würde jetzt sagen, es entfernt sich zum Glück das lilane Zeug her. Sehr gut. Ach, 93. Das sieht irgendwie so aus wie so ein Wüstenplanet, ne? Na, Hauptsache kein Alienplanet. Da hätten wir dann nämlich echt keine guten Chancen. Und da die Viecher ja überall sich durchbuddeln, ist auch ein bisschen nervig, muss man sagen, ne? Oh, gleich ist es soweit. So, das würde mich natürlich interessieren. Ah ja, die anderen Triebwerke sind auch wieder an, sehr schön. Gut, und wir springen. Ah, okay. Also wir müssen jetzt niedriger gehen. Wir haben es gesehen, 1200 ist zu viel, gehen wir auf 1150, dann gehen wir immer 100 Kilometer runter, würde ich sagen. Okay. Ja, es ist dieses Rumexperimentieren, das nervt so ein bisschen. Ich glaube aber fast, ich glaube, da sind wir fast dran. Mit 1000 irgendwas, es könnte sein. Auch nicht. Na komm schon. Auch immer noch nicht. Uiuiui, sind wir so nah dran. Unter 700, wow. Ah ja, okay, gut.
Mal gucken, wie wir nachher rankommen. 660 springen wir jetzt. 770 wollte er nicht. Okay, da ist es wirklich nah. Das heißt, da kommen wir dann schon bald in die Anziehung. Sehr gut. Ja, da können wir den jetzt wirklich treiben lassen, ne? Sieht doch ganz gut aus, weil das, was da ist, sollte dann eigentlich Wasser sein. Nun gut, ich verabschiede mich. Ich bremse hier einmal kurz ab. Das interessiert natürlich keinen hier, dass ich abbremse. Ach, er ist ja wieder dabei, sich aufzuladen, ne? Wie viel hat er jetzt? 54%. Oh, so schnell? Ja gut, okay, wir haben ja auch nur einen Teil verbraucht, ne? Nicht alles. Sehr logisch. Naja gut, ich verabschiede mich. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, euer Mr. Zocker.